Es war das Spiel des Jahres, vielleicht sogar das Spiel des Jahrzehnts für den FSV Wolfhagen. Der Verbandsliga-Tabellenführer aus dem Norden empfing Kickers Offenbach im Viertelfinale um den Hessen-Pokal. Der Regionalligist ist natürlich klarer Favorit und es ging nicht auf Asche. Hier hat ja schon Bochonia Flieden und die SG Bronzell in der Verbandsliga Bekanntschaft mitgemacht. Nein, heute wurde im Stadion gespielt, im Limecke-Stadion, nennt sich das Ganze, hier in Wolfhagen. Der Platz extra hergerichtet wurden und die Cheerleaders des VfL Wolfhagen sorgten vor dem Spiel für Stimmung. Die Fans des OFC standen im Stau, kamen erst 20 Minuten nach Anpfiff. Ja, bis zum Anpfiff füllte sich das Stadion immer mehr. Am Schluss waren es gut 1500 hier im Limecke-Stadion, die dieses Spiel sehen wollten. Ja, Wolfhagen, 13.000 Einwohner, liegt im äußersten Westen des Habichtswalds. Ja, gehört zum Landkreis Kassel, Entfernung nach Korbach 30 Kilometer, nach Paderborn knappe 60, nur mal so zur Einordnung. Denn die Torgranate ist natürlich auch zum ersten Mal hier in Wolfhagen. 2009 gab es dieses Spiel schon einmal, damals Wolfhagen als A-Ligist, die Offenbacher Kickers als Drittligist, 8:0 endete es damals. Johannes Brinkies und Robert Gawa, die beiden Kapitäne bei der Platzwahl, und dann gehen wir auch rein ins Spiel hier. Tolle Stimmung von vornherein. Wolfhagen machte viel für die gute Laune hier. Und das Spiel, das ging aber genau in die Richtung, die man nicht haben wollte. 2 Minuten gespielt, erster Ball aufs Tor. 0:1, Oliver Kovacic macht das Tor für die Kickers. Ja, natürlich eine kalte Dusche für die völlig verängstigten, mit viel zu viel Respekt spielenden Wolfhagener. Nichts zu sehen von der tollen Serie hier zu Hause. Und nach 11 Minuten steht schon 2:0. Erneut Torwart Sebastian Schmidt geschlagen. Torschütze diesmal Jason Breitenbach. Ja, die Serie, ich habe sie angesprochen, seit 4,5 Jahren, seit September 2019, ist Wolfhagen zu Hause ungeschlagen. Zuletzt gelang hier Kaufungen ein Sieg. Ja, und Trainer Valentin Plavcic hat noch nie hier zu Hause verloren. Das war aber heute klar nach 22 Minuten und dem 0:3 durch Dominik Wanner. Das wird sich ändern. Er war traurig, er war enttäuscht über seine Mannschaft. Er hatte sich so viel vorgenommen. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit verschlafen ein bisschen. Zu viel Angst gehabt, zu viel Respekt. Und so waren die Kickers natürlich die klar überlegene Mannschaft. So nach 25, 30 Minuten traute sich Wolfhagen endlich mal nach vorne. Und es gab prompt einen Abschluss hier aus 20 Meter, Pascal Deiß am Tor von Kinkies vorbei. Dann gibt es eine Ecke für die Kickers. Es gibt kein Tor, aber eine tolle Szene, denn in der Mitte nimmt die Hereingabe jetzt gleich Nazarov Volley an. Klasse gemacht von ihm, aber auf der Linie Levin Salzmann verhindert das Tor zum 0:4. Aber das fiel dann dennoch kurz vor der Pause. Das schönste Tor des Spiels hier durch Kevin Lenkfort, und dann ging man mit diesem 4:0 super gemacht jetzt hier in die Kabine, das Spiel zur Halbzeit also bereits entschieden. Wir machen ein kleines Break und schauen uns dann die zweite Halbzeit an. Daniel, du alte Rakete. Servus, Ralf. Du am Grill hier, da nehme ich doch mal prompt eine Bratwurst. Gerne. Mein Freund. Die esse ich lieber selber, die ist von der Metzgerei Robert Müller. Ja, zur Pause hat der Valentin Plavcic ein paar Mal ausgewechselt und seine Mannschaft, die kam auch wie ausgewechselt aus der Kabine. Kein Wunder, beim 0:4 hatte man nichts mehr zu verlieren. Und jetzt zeigte der FSV Wolfhagen, warum er Tabellenführer in der Verbandsliga ist, ein deutlich besseres Spiel hier in der zweiten Halbzeit. Die erste Situation gehörte noch den Kickers Dominik Wanner und Moritz Schunke fischt das Ding aus der Ecke. Das macht natürlich gleich Mut, so eine Parade. Und viel mutiger waren die Wolfhagen auch und kamen jetzt auch zu Möglichkeiten. Zum Beispiel zu dieser hier. Gleich kommt im Hintergrund mit der 20 Tom Siebert an den Ball. Der zieht ab, ein toller Schlenzer, und Noel Knote verhindert den Einschlag, indem er den Fuß noch dazwischen hat. Ja, aber dann wurde der FSV Wolfhagen belohnt. Genauer gesagt in der 72. Minute. Der gerade eingewechselt, der war noch keine Minute auf dem Feld. Okenure Emavodia macht hier das Tor, das 1:4, der Anschlusstreffer
Ja, und da haben die Zuschauer natürlich drauf gewartet. Der 22-jährige Nigerianer mit dem Moment, den sich alle erhofft hatten. Wolf Hagen macht ein Tor, anders als beim ersten Gastspiel vor 15 Jahren. Wie gesagt, 0:8. Diesmal das Tor zum 1:4. Und wie gesagt, ein viel, viel besserer Auftritt des FSV Wolf Hagen in dieser zweiten Halbzeit. Das hat richtig Spaß gemacht, wie die Mannschaft von Plavcic hier mutig nach vorne spielte. Und die Zuschauer, die danken es natürlich ganz klar. Die Stimmung hier im Limecke Stadion richtig gut. Ja, passiert noch was? Ein weiteres Tor möglich? Wir haben auch ein Beispiel für diese zweite Halbzeit. Die Kickers bemüht, aber Wolf Hagen macht das richtig gut. Jetzt stand man kompakt, jetzt spielte man und jetzt holte man auch Torchancen heraus. So wie diese hier. Oft fehlte natürlich der letzte Schnick, ganz klar hier wieder. Der Torschütze mit einem Ball auf Rolf Sotterow, der kommt nicht ganz ran. Aber das war so eine typische Szene, wo man dran sieht, dass Wolf Hagen jetzt mitspielte, mit nach vorne spielte. Und hier Schonke nochmal klasse gehalten in dieser Situation gegen Marcos Alvarez. Und das war es dann schließlich auch. Die Mannschaft aus Wolf Hagen gewinnt die zweite Halbzeit gegen Kickers Offenbach mit 1:0. Und ich glaube, das alleine ist schon Respekt wert. Jede Menge Respekt an Valentin Plavcic und seine Mannschaft, die gefeiert wurde von den Anhängern hier und das sichtlich genoss, ganz klar. Und bei den Kickers, die jetzt am 30. April das Halbfinale bei der SG Barockstadt in Fulda antreten. Ja, da begann direkt die Vorbereitung im Kreis. Christian Neidhardt, der Trainer, sofort mit der Analyse. Was habt ihr gut gemacht? Was habt ihr falsch gemacht? Und Wolf Hagen ließ sich rundherum noch feiern. Ging noch die Ehrenrunde, wie sich das gehört. Ja, klasse, natürlich, das war alles wie in einem Pokalspiel, wie man sich so ein Pokalspiel vorstellt. Leider das Ergebnis etwas zu deutlich, weil Wolf Hagen die schlechtere erste Halbzeit gespielt hat. Die Zuschauer machten sich auf den Heimweg und die Trainer, während die Trainer hier noch diskutieren, im Hintergrund schon zu sehen, mein Kollege Tobias Konrad, der hat nacheinander erst den Kapitän von Wolf Hagen, Robert Garbart, und dann Jason Breitenbach im Gespräch. Über die erste Halbzeit bin ich etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Wir waren sehr ängstlich, haben zu viel Respekt gehabt vor dem Gegner. Bin aber der Meinung, dass wir in der Halbzeit sehr gut umgeschaltet haben, haben das gemacht, was wir eigentlich können, unser System gespielt in der Dreierkette und haben dann letztendlich den Fußball gespielt, den wir spielen auch und auch in Zukunft spielen wollen und haben den Fans auch nochmal gezeigt, dass wir mit allen Mannschaften rechnen können, dass alle mit uns rechnen können und dass wir mit jedem Gegner mitspielen können. Ja. Aber letztendlich bin ich natürlich stolz auf die Mannschaft. Eine so junge Mannschaft, sehr talentierte Mannschaft. Die Ausdauer, die wir gehabt haben, ich bin gespannt auf die Trecker-Auswertung. Ja, mega stolz trotzdem. Zweite Halbzeit super, darauf können wir aufbauen. Ja. Wenn du das hier siehst, die ganzen Zuschauer im Hintergrund, war eine Choreo, als ihr eingelaufen seid. Für dich das größte Spiel oder auch für euch als Mannschaft das größte Spiel? Ja, ich habe da schon einige Spiele mitgemacht mit meinen Jahren, aber die Jungs, die 18-, 19-Jährigen bei uns in der Mannschaft, die haben das verdient. Natürlich ist das für die bisher das Spiel ihres Lebens, aber da werden sicher noch einige Spiele auf die zukommen, so gut wie unsere Jungs sind. Die werden da sicher noch andere Kaliber bekommen. Ja. Jason Breitenbach, Glückwunsch zum 4:1-Sieg hier in Wolf Hagen. War das Wichtigste für euch, dass ihr von Anbeginn die schwierigen Platzverhältnisse vielleicht angenommen habt? Ich glaube, so schlimm waren die Platzverhältnisse nicht. Der Platz war ein bisschen tief, aber sonst konnte man gut drauf spielen. Ich glaube, war wichtig, dass wir am Anfang direkt die Tore gemacht haben. Da konnten wir hinten raus ein bisschen ruhiger machen, sage ich mal. Aber war sehr wichtig, hier das Weiterkommen. Wenn ihr nach Wolf Hagen fahrt, ein Dorfsportplatz, wie sehr ist das in den Köpfen bei euch als Spielern drin? Seid ihr da irgendwie anders motiviert, weil ihr wisst, okay, die Saison ist schwierig, aber der DFB-Pokal ist immer noch das Ziel am Ende? Ja, natürlich. Wir wissen, die Saison ist nicht so gut gelaufen. Ist der einzige Wettbewerb, wo wir noch was holen können und da wollen wir es auch komplett seriös angehen.